Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Der SMI hat einen neuen Rekordstand erreicht. Und welchen Einfluss haben Zinsentscheide aus den USA, Europa und der Schweiz auf die Finanzmärkte? Das ist Akrevis Invest heute mit dem Angelo Janella. Der SMI hat ein neues Allzeithoch erreicht. Trotzdem ist sie in dieser Woche relativ ruhig geblieben. Was hat der Ausschlag gegeben? Die Anleger haben im Vorfeld von den wichtigen monetären Entscheidungen vom Mittwoch und vom Donnerstag von den Zentralbanken abgewartet. Die Entscheidungen sind dann ohne grosse Überraschungen ausgefallen. Sowohl die US-Notenbank wie die Europäische Zentralbank und die SNB haben ihre Zinsen unverändert belohnt. Die Wirtschaft hat sich leicht abgekühlt, trotzdem nach wie vor global gibt es ein Wachstum. Vor was muss man Angst haben? In den USA wird das überdurchschnittliche Wachstum der beiden letzten Jahre die Rate wieder auf Trendwachstum fallen lassen. Die US-Notenbanker haben Angst, dass sie mit weiteren Zinserhöhungen die Wirtschaft abwürgen könnten. Zusätzlich steht im nächsten Jahr noch die Wiederwahl des Präsidenten an. In Europa hat sich das Bild weiter eingetrübt, was den Handlungsspielraum der EZB weiter einschränkt. Die SNB bleibt in den Fängen der EZB. Wie erwähnt, ist es aber in der Schweiz mit den Aktienpreisen aufwärts gegangen. Was sind da Treiber? Der SMI wird weiterhin von diesen drei Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche getragen. Die haben im Verlauf der Woche für ein neues Allzeithoch gesorgt. Die Avancen haben aber auf Schlusskursbasis nicht gehalten werden. Zusätzlich sind noch Unternehmensabschlüsse im Vordergrund gestanden. Um welche Unternehmen hat es sich denn da gehandelt? Die Zahlen von Huber und Zuner und von der Partners Group sind da besonders im Vordergrund gestanden. Bei der Partners Group sind die hohen Erwartungen erfüllt worden. Zusätzlich hat man noch eine Dividendenerhöhung von 19 auf 22 Franken bekannt gegeben. Trotzdem sind die Anleger ein bisschen enttäuscht gewesen, dass keine weitere Überraschung da war und man hat Gewinn mitgenommen. Und wie haben die Zahlen von Huber und Zuner ausgesehen? Beim Abschluss von der Ostschweizer Huber und Zuner haben auch die hohen Erwartungen können erfüllt werden. Wegen einem Firmenjubiläum wird es neben einer Erhöhung um 40 Rappen von der ordentlichen Dividende auch noch eine Sonderdividende von einem Franken geben, sodass sich die Gesamtausschüttung auf 2,50 Franken wird summieren. Herr Janella, besten Dank. Die Temperaturen klettern wie der SMI durchauf. Die Aussichten auf das schöne Wochenendwetter gibt es da gerade als nächstes. Danke fürs Interesse. Auf Wiedersehen. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.